die Berggipfel des Walgaus. Unter diesem Namen möchten wir, das sind Franz Lutz und Matthias Decker, Ihnen einige Berggipfel des Walgaus vorstellen. Den Anfang macht die Gurtispitze. Unsere Wanderung beginnt beim Wanderparkplatz am Fuße des Pazora-Hangs. Mein Name ist Franz Lutz. Ich darf jetzt für alle Zuseher in nächster Zeit die schönsten unter der Serie, die schönsten Berggipfel im Walgau, auch die Berggipfel, wo wir da haben, und die sind wirklich wunderschön, ein kleines näher bringen. Heute kommen wir jetzt als erstes auf einen von der schönsten Aufsichtsberg. Das ist Gurtispitz, Oberfrastanz. Wir sind schon ein Stückchen rauf, wir sind jetzt da am Pazora Hang. Und ja, ich freue mich, dass ich euch die tollen Informationen jetzt alle nachher in nächster Zeit übermitteln kann. Auf unserem Weg über den Pazora Hang in Richtung Pazora Alpe lädt die tolle Aussicht immer wieder ein, einen Moment zu verweilen und zu genießen. Der Pazora Hang ist gut begehbar. Festes Schuhwerk ist empfehlenswert. In Höhe der Bergstation des Pazora-Liftes können wir die Gurtispitze erstmals erkennen. Mit zügigen Schritten nähern wir uns der Pazora-Alpe, wo wir kurz anhalten, um etwas zu trinken. Also, wir sind jetzt da auf der Pazora-Alp oben, das ist 1406 Meter. Wir sind vom Parkplatz Pazora weg über einen Hang rauf, und jetzt eine gute Stunde braucht. Das ist jetzt die Soft-Variante, was wir machen. Wir brauchen jetzt noch eine Stunde rauf da. Was ist wichtig bei dieser Tour da? Wasser. Aber nicht nur bei dieser Tour, bei jeder Tour sollte man sich unbedingt erkundigen, gibt es da Möglichkeiten zum Trinken? Es ist ganz wichtig, dass man nach jeder Wanderung oder jeder Bergtour noch einen halben Liter Wasser im Rucksack hat. Den ist man auf der guten Seite. Da oben ist es jetzt so, dass es jetzt, die Alp ist nicht off, es ist kein Brunnen. Also wichtig, viel trinken bei der Wanderung. Was ist noch wichtig? Ein Regenschutz, sich vorher erkundigen, wie ist das Wetter. Ein Erste-Hilfe-Paket, ein Sackmesser. Ja, warm angelegt und vor allen Dingen gutes Schuhwerk. Das mit den Stöcken ist eine eigene Philosophie. Es gibt Leute, die sagen, ich mag die nicht. Also ich habe jetzt auf der ganzen Welt schon, von Südamerika, Afrika, Nepal, Russland, das siehst, also Profis nennen Stöck, weil es entlastet einfach die Gelenke. Der Oberkörper tut mir aktiver mit und vor allen Dingen beim Aigo schaut man Knie. Der gut markierte Wanderweg führt uns nun durch ein waldiges Gebiet. Hier empfiehlt es sich, genau zu schauen, wo man seinen Fuß hinsetzt, denn die zahlreichen Wurzeln können rutschig sein. Bei warmen Temperaturen ist dieser Teil des Aufstiegs sehr angenehm, da er sich im dichten Wald befindet und man so einige Höhenmeter im Kühlen bewältigen kann. Thank you.
Auf unserem Weg zum Gipfel bieten sich uns immer wieder tolle Kulissen an, um kurz zu verweilen. Mit konstanter, gemütlicher Geschwindigkeit setzen wir unsere Wanderung Richtung Gipfel fort. Nach einiger Zeit verlassen wir das waldige Gebiet und können bereits das Gipfelkreuz erkennen. Das motiviert und wir bringen die letzten Meter zum Gipfel rasch hinter uns. Oben angekommen erwartet uns ein atemberaubendes Panorama. Vor uns liegt der Wallgau in seiner ganzen Pracht. Die Sicht ermöglicht es uns sogar, den Bodensee zu erkennen. Wir genießen den verdienten Ausblick, stärken uns, bevor wir wieder mit dem Abstieg beginnen. Nach einem wunderschönen Aufenthalt auf der Spitze da oben, auf 1778 Meter, eine gute Spitze, kann man jetzt wieder am Abstieg. Und wenn man da rauskommt, etwa 100 Meter, ist jetzt da eine Weggabelung. Da kann man hinterher laufen, über die Seilspitze da oben, vom Erich Detschet getauft. Kann man über Spitzwiesle hinternahe auf die Sattelalp, eine wunderschöne Alp, wenn sie bewirtet und offen ist. Und unter Nusse über Muckabil kommt man dann auf Gurtis. Wir gehen jetzt wieder der Weg da ahe, über Pazora Alp, Hang, kommen zum Parkplatz ahe. So, jetzt sind wir aber von der Gurtispitze, Pazoranalp auch schon hinter uns. Da ist jetzt die Skiclub-Hütte vom Skiclub Frastetz. An Sonn- und Feiertagen ist das immer von 11 Uhr weg geöffnet, da kann man sich stärken. Und die anderen Tage zum Beispiel kann man sich aber auch drinnen gut in der Brunella stärken. Brunella ist ein Geheimtipp mit Blick auf den Wallgau und Haubenküche. Eine tolle Wanderung, welche übrigens auch gut für Familien machbar ist, geht zu Ende. Wir kommen zurück zum Wanderparkplatz am Fuße des Pazorahangs. Die Gurtespitze, ein tolles Erlebnis.